Ist er der Graf? Tartaglia. Ja, es ist wirklich ziemlich fancy. Hi. Oha. Be at ease, you two. Make yourselves at home, if you wish. Nur keine falsche Bescheidenheit. Bitte fühlt euch wie zu Hause. Ich werde die ganzen Bücher einsammeln müssen. I have invited you two here as friends. And when friends come over to play, our enjoyment comes first. Naturally. Ich habe euch als Freunde eingeladen. Und wenn Freunde vorbeikommen, sollte das Amüsement im Vordergrund stehen. Das da drüben ist... Ist das nicht diese legendäre Wand? Why, you've kept your ear to the ground, I see. Ich merke schon, du kennst dich gut aus. That's because even the storytellers are talking about it. Everyone's after a piece of paper from that wall. It's super famous. Selbst die Geschichtenerzähler reden davon. Jeder hätte gerne ein Stück Papier von dieser Wand. Sie ist total berühmt. That's because that wall records Leo's secrets. Merchants have always been attracted to secrets. Wer würde Geheimnisse einfach an eine Wand dran pinnen? Das liegt daran, dass auf dieser Wand Liyues Geheimnisse aufgezeichnet sind. Händler fühlen sich schon immer von Geheimnissen angezogen. But the secrets of the mercantile world are of no interest to you, are they, traveler? Aber die Geheimnisse der... Aber die Geheimnisse der Handelswelt interessieren dich nicht wahr, Reisende? Du bist etwas ganz Besonderes und ich glaube, das weißt du auch. Ich hoffe, dass ich dein Vertrauen gewinnen kann. Wenn du entscheiden müsstest, wer vertrauenswürdiger ist, ich oder Kürzing, also zwischen deinem Glauben und ihrem Nichtglauben, dann würde ich Kürzing und ihre Skepsis gegenüber allem Göttlichen wählen. Das da. You'd pick Kuching? Nah, I had a feeling. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gewählt. Dann würdest du also Kuching wählen. Das habe ich mir fast gedacht. I originally thought her a bit too hard-headed. With someone of her character on the Chi-Sing, I've had some extra messes to clean up behind the scenes. Ich fand sie immer etwas zu stur. Mit so einer Persönlichkeit in meinem Reihen musste ich immer einiges im Hintergrund gerade rücken. But after she said those words, the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Chi-Sing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Doch dann sagte sie einmal, die Zeit der Adepten ist lange vorbei. Wenn selbst die Chi-Sing von Liyue dieser Wahrheit nicht in die Augen sehen wollen, welche Zukunft erwartet Liyue dann? Nun, ich muss sagen, dass eine ganze Reihe meiner Zweifel zerstreut wurden. I won't deny that Rex Lapis's passing seems advantageous to us. But for Liyue's sake, we cannot allow ourselves to be shackled by rumors of our usurpation of power. Ich will nicht leugnen, dass der Tod von Rex Lapis für uns vorteilhaft erscheint, aber um Liyues Willen dürfen wir uns nicht von Gerüchten über unsere Machtergreifung paralysieren lassen. Ich nehme an, dass die Fatui etwas mit den Gerüchten zu tun haben. It seems that you understood what I meant to say from the very beginning. Allerdings, ich glaube, du verstehst jetzt, was ich euch schon von Anfang an versuche klarzumachen. I called for the gag order and for the Exuvia to be hidden to temporarily stabilize the situation and also to prevent something similar to the incident in Mondstadt. Ich habe das Schweigen und das Verstecken des Leichnams des Stammvaters angeordnet, um die Situation vorübergehend zu stabilisieren und auch um zu verhindern, dass etwas Ähnliches wie in Mondstadt passiert, wo sie Devalin töten wollten. Ist jetzt das Ding, was getötet wurde, nicht tatsächlich Rex Lapis, sondern irgendwie nur
familiar, keine Ahnung, ein Sinnbild-Dingens wie Dvalin-mäßig, ähnlich, keine Ahnung. Ich habe das Schweigen und das Verstecken des Leichnams des Stammvaters angeordnet, um die Situation vorübergehend zu stabilisieren und auch um zu verhindern, dass etwas Ähnliches passiert wie in Mondstadt. With Rex Lapis's death, the Fatui have busied themselves with many clandestine actions beyond their diplomatic remit. As the Tian Chuan, one responsible for Liyue, I cannot be too concerned with appearances when opposing them. Seit dem Tod von Rex Lapis haben die Fatui viele heimliche Aktionen außerhalb ihres diplomatischen Zuständigkeitsbereichs getätigt. Als Tianchuan Verantwortliche für Liyue kann ich es mir nicht leisten, mich zu sehr darum zu bemühen, den Schein zu wahren, wenn ich mich ihnen entgegenstelle. Allowing the right of parting to take place was also meant to buy some time for us to take control of Liyue's administration. Auch dass wir den Adeptenabschied genehmigten, war dazu gedacht, uns Zeit zu verschaffen, um die Kontrolle über die Verwaltung Liyue's zu übernehmen. It's exactly as Zhang Li said. The Qi Xing only provided the venue for the right, so they could use us for their own ends. Ah, genau wie Zhang Li sagte, die Qi Xing haben das Ritual nur zugelassen, um uns für ihre eigenen Zwecke zu missbrauchen. Wait, that's right. Speaking of ends, could I say one other thing? Wo wir gerade davon reden, kann ich noch etwas anderes fragen? Of course. Natürlich. Simon's heard that anyone who sends a greeting gift gets a little something in return. So, does that include us? Paimon hört, dass jeder, der dir ein Geschenk mitbringt, eine Gegenleistung bekommt. Also kriegen wir auch etwas von dir? Also wirklich, Paimon, das ist nicht. Ist das nicht etwas forsch? It's all right. I like direct people. Nicht doch, ich mag die direkte Art. Well, we have made quite a bit of trouble for you recently. How about this? You can pick any one object here as you please. And you may take it with you. Nun, wir haben euch einige Schwierigkeiten bereitet, also will ich euch gerne anbieten, euch einfach etwas auszusuchen, das ihr dann mitnehmen dürft. Wie klingt das? Hey, Paimon was just waiting for you to say that. Let's see, what should we get? Sehr gut, darauf hat Paimon gewartet. Mal sehen, was wollen wir mitnehmen? One of the sheets on that wall. Eins von den Papieren an der Wand. Paimon, Paimon. Guck doch nicht so. Selbst nur ein kleines Stückchen davon kann uns tierisch reich machen. Just imagine how much more a whole untorn sheet would sell for. Kannst du dir vorstellen, wie viel wir für ein unversägtes, komplettes Blatt bekommen würden könnten? Ach, Paimon. Ach, Pergamon. Paimon. Okay, Buch. Im Hintergrund war kein. Ansehen. Well, that was an easy search. The biggest sheet is right up there in the most obvious spot. Let's go with that one. Wir brauchen eigentlich gar nicht lange überlegen, welches wir nehmen. Das größte Blatt hier reicht völlig aus. Let's see what's written on it. La la la, mal sehen, was draufsteht. There's a place marked with a circle on here. Oh, could it be treasure? Whatever it is, it better make us filthy rich. Let's see what's written over here. Da ist eine Stelle, die mit einem Kreis markiert ist. Oh, könnte das ein Schatz sein? Egal was es ist, es sollte uns besser stinkreich machen können. Mal sehen, was hier drüben geschrieben steht. Of permission, something, something, Fatui, research, copy. Huh? Siegel, Erlaubnis, Fatui, Forschung, Kopie? Huh? That doesn't sound like treasure at all. Na, das klingt gar nicht nach einem Schatz. Shows that a Qi Xing spy discovered traces of classified Fatui research on the sigil of permission. Dieses Blatt stellt dar, wie ein Qi Xing Spion die Spuren der geheimen Fatui Forschung über den Passierschein entdeckt hat. Oh, Ming Guang did say
have been up to all kinds of mischief in the shadows of Liyue. Spreading rumors, wanting to get their hands on the Archon's body and whatnot. Oh, Ningguang meinte, dass die Fatui im Schatten von Liyue alle möglichen Schandtaten begangen haben. Sie verbreiteten Gerüchte, begehrten den Körper des Archons und dergleichen. Aber Nachforschung zu dem Passierschein? Paimon wundert sich, was sie im Schilde führen. Speaking of which, there's also some connection between you and the Sigil of Permission. Seems there's still more for us to find out. Apropos, es muss eine Verbindung zwischen dir und dem Passierschein geben, Nusa. Anscheinend gibt es noch mehr für uns herauszufinden. Es entwickelt sich alles ein wenig zu perfekt. Ningguang versucht offensichtlich, uns dorthin zu führen. Oh, glaubst du das wirklich? Also machen wir uns auf den Weg? Nein, was ich meine ist... Oh, du meinst also, dass wir gerade, weil wir Ningguang nicht völlig vertrauen können, die Wahrheit dessen, was sie sagt, überprüfen sollten? Das ist eine Nummer zu groß für Paimon. Paimon denkt, sie war immer nur gut zu uns. Auf jeden Fall sehen wir, ob du auf einer Spur bist. Let's go to the place marked out on these papers and see if the Fatui really are up to no good there. Ehe wir im Dihua Moor nach Zhongli suchen, sollten wir zu der Stelle gehen, die auf diesen Dokumenten gekennzeichnet ist, und sehen, ob die Fatui dort wirklich nichts Gutes im Schilde führen. Spezieller Brennofen, Perlmut, lange Geschichte. Vor der Krux. Oh. Hallo, Baixiao. Willkommen, kann ich dir irgendwie behilflich sein? Hallo. Schön, dass du hier bist. Ich bin Ningguangs Sekretärin und du kannst mich Baixiao nennen. Kannst du mir etwas über Ningguang sagen? Ningguang ist eine der Cixing. Sie hat die Aufsicht über Liyue und die Händler. Bedauerlicherweise bin ich nicht befugt, dir mehr über sie zu sagen. Ich habe den höchsten Respekt vor Ningguang. Du bist wahrlich ein seltener und ehrlicher Mensch, der aus einem anderen Holz geschnitzt als diese schmierigen Händler, die nach dem kleinsten Fitzelchen Informationen gehen. Der Weg zum Wohlstand ist im Grunde ganz simpel. Ich habe viel Zeit an der Seite von Ningguang verbracht und einige Geheimnisse gelernt hier und dort. Wie wäre es hiermit? Ich zeige dir die wahre Bedeutung von Gold, nicht auf ihren Namen, sondern auf meinen. Mögen Glück und Wohlstand bei dir sein, dir hold sein. Okay. Hallo, Katzi. Wripp, wripp. Okay, hey. Hey, warte. Kann ich dir dienen? Hast du Hunger? Sorry. Ja? Anything business related is confidential. Komm. Ja. Wieder hier. Okay. Hey, Ningguang. So, have you made your choice? Also hast du deine Wahl getroffen? You don't have to confirm it with me. Just choose one and take it. Du musst dich nicht mit mir absprechen. Triff eine Wahl und greif zu. Why not sit down for a while in the Jade Chamber? Or have a short stroll? Rest is also an integral part of any journey. Warum setzen wir uns danach nicht für einen Moment ins Jadegemach oder machen einen kleinen Spaziergang? Rasten ist wesentlicher Bestandteil einer jeden Reise. Vielen Dank für deine Gastfreundlichkeit. Come now. There's no need to stand on ceremony. Loosen up a little. Komm schon, nur nicht so förmlich, entspann dich. Time to act. Okay. Mit dir kann man nicht reden. Mit dir kann man auch nicht reden. Mit dir kann man auch nicht reden. Ich muss hier alles absammeln, was nur geht. Ich glaube nicht, dass ich hier nochmal zurückkommen kann.
bei Shi. Seidenen Roben mit Phönixstickerei. Leichte Röcke mit feinen Mustern. geht es dir gut? Was? Wo kommst du denn plötzlich her? Sich so anzuschleichen ist nicht gerade die feine Art. Hast du nicht sehen können, dass ich mir überlegt habe, was Ningguang am besten stehen würde? Ich verehre Ningguang. Verehren? Was für eine Art der Verehrung ist das? Geistig, spirituell oder was auch immer es ist. Trau dich nicht, etwas Verbotenes zu tun und behalte deine Hände bei dir. Ningguang ist eine äußerst beschäftigte Person. Sie hat keine Zeit für deinen Fanatismus. Ich möchte dich auf dem Pfad des Fleißes unterweisen. Danach kannst du gehen und deine Taten nachdenken. Gibt's noch mehr Bücher hier? Ist das die Tür, aus der ich raus sollte? Bye, Won. Willkommen. Bist du hier, um Ningguang zu sehen? Ja. Da haben wir wieder eine Katze. Hat sie gut geschmeckt? Hm? Komm her. Komm her. Komm. Hüpf hier hin. Auf. Das passt zu den Informationen, die sich uns hier präsentiert haben. Wenn du Ningguang sehen möchtest, bist du hier richtig, denn das ist das Jadegemach, das Zentrum der Planung und Strategie von Liyue. Gemäß den Daten, die wir über dich gesammelt haben, hättest du unseren Schätzungen nach aber schon vor 2 Stunden hier sein sollen. Darüber muss ich nachdenken. Hatten wir falsche Informationen oder waren unsere Berechnungen falsch? Ich habe wirklich Respekt vor Ningguang. Das ist nicht selten, ich habe das auch. Die Worte des Tianxuans können Berge versetzen, das weiß jeder. Es ist meine Aufgabe, Ningguang dabei zu helfen, ihr Geheimdienstnetzwerk zu organisieren. Sobald sie das Chaos und die Asche ausgesiebt hat, wird sie uns aus dem Jadegemach zum Wohlstand führen. Möchtest du von solchen Dingen erfahren? Okay, Anleitung zum Wohlstand. Ich schätze, wir verlassen das Jadegemach. Ich muss mich umschauen, damit ich auch ja keine Truhe vergesse, die hier möglicherweise ist. Time to act. Ignoriert die seltsame Person, die überall hochklettert. Grütze. Kommt man da hoch? Sicherlich. Frage, ob man noch weiter hochkommt. Hier irgendwo was ist. Oh, ich will nicht runterfallen. Body and mind. Vorsichtig alles beobachten. Mhm. Katze sagt auch Vorsicht. Okay, wie komme ich am dümmsten nach oben? Time to act. Irgendwie muss man doch hochkommen. Oder haben die hier nirgends Kisten versteckt? Sie haben überall Kisten versteckt. Und dann sollen sie plötzlich hier keine versteckt haben? Komm. Sus. Suspiciose.
Nein, 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 nein. Grütze. Ernsthaft? Ernsthaft? Du siehst. Kann ich mit dir reden? Willkommen. Wie kann ich dir helfen? Hallo. Hallo, ich bin eine Wache von Ningguang, Reisende. Was kann ich für dich tun? Bewegst du dich viel? Ach, willst du auch trainieren? Wir könnten gerne einmal ein paar Übungskämpfe ausfechten, wenn ich frei habe. Ich bin zwar ein Zivilbeamter der Meliliten, es lohnt sich aber trotzdem, seinen Körper in Schuss zu halten. Deswegen nehme ich auch an anderen Arbeiten an, die etwas anstrengender ausfallen können. Ein kräftiger Mann wirkt doch viel anziehender, nicht wahr? Hallo. Aha. Kannst du etwas über Ningguang sagen? Ach, würdest du auch gern ein paar Geheimnisse über Ningguang erfahren? Leider weiß ich nicht viel mehr als du. Ningguang hat es noch nie gemocht, wenn sie von Leibwachen verfolgt wurde. Der einzige Grund, weshalb ich überhaupt hier sein darf, ist meine Cousine. Nur dank ihrer Beharrlichkeit durfte ich hier bleiben. Deine Cousine? Ah, welche Cousine? Sei lieber ruhig, von mir hast du das nicht. Okay.